Hallo und herzlich willkommen wieder bei MIB Barbecue. Der Grillcoach Gerrit hat zu einer Challenge aufgerufen. Aus alt macht neu. Diese Idee ist eigentlich entstanden, als er vor anderthalb Jahren sowas bei mir war und wir Interview gemacht haben. Und da haben wir gesagt, wäre doch cool, wenn wir mal diese alten Videos von früher und so und hin und her. Also Video 001 in 2.0. Das war der Gag an der Geschichte. Jetzt hat er es tatsächlich wahr gemacht. Er hat mich nominiert. Ich habe mir gedacht, ja, coole Sache, mache ich natürlich mit, klar. Ich mache den Tex-Mex-Auflauf, die Tacos. Ne? Die haben wir nämlich damals beim Johnny gemacht, beim Lunser-Seminar 8. Da habe ich hier mit so einer kleinen Reibe hier so einen fetten Klotz hier gerubbelt. Machen wir natürlich heute wieder. Nach dem Intro geht's los. So, das sind unsere Zutaten, die wir brauchen für unseren Tex-Mex-Auflauf. Ich habe hier natürlich gehacktes mit Zwiebeln gemischt, schön angebraten. Wir brauchen Taco-Chips, wir brauchen eine Salsa-Soße, wir brauchen Mais, wir brauchen Käse, in dem Fall auch natürlich den Gruyère-Käse, wie wir es damals auch beim Lunser gemacht haben. Ich nehme diesmal mal eine Auflaufform in Glas aus Ikea und das Ganze natürlich in so Gambo, der heizt schon langsam auf. Ja, ein bisschen kann man schon sehen. Also, ich würde sagen, legen wir los. Heute nehmen wir mal wieder die Perspektive von oben. Es ist am einfachsten. Also, wir nehmen erstmal eine Schicht von unserem Gehacktes. Machen wir schön hier eine Lage rein. Schön verteilen. Dann kommt eine Ladung Soße drauf. So. Die müssen wir ein bisschen verteilen. Nehmen wir jetzt mal hier so einen Löffel. Schieben es mal hier so ein bisschen in die Gegend rum. So. Ja, das verläuft ja alles noch. Ach komm, so einen Löffel machen wir noch darin. So. So. Dann haben wir noch eine Ladung Mais drüber. Soll ja auch nicht knallen, ne? So, und dann schnappen wir uns die Chips. Die Tortilla-Chips. In meinem Fall sind es jetzt Barbecue. Also, ne? Man kann ja die super scharfen nehmen oder auch nicht. Jeder so, wie er mag. Ne? So, 1, 2, 3, dann decken wir das wieder zu. Oh, ist ja wie Puzzeln, das ist ja super. Haha, das macht Spaß. So, so. Zack. Dann die nächste Schicht oder die letzte Schicht jetzt von dem Gehacktes. Ah, das war jetzt ein Kilo. Ne? So. Zack. Wieder Soße. Ja. Alles drauf. So, das verläuft ja alles noch. Wenn die Soße nachher warm wird, dann läuft das überall hin, wo wir es nicht haben wollen. So. Wieder eine Runde Mais. Lalalala. So. Zack,
Ach komm, machen wir hier das auch noch drauf. Ist ja Gemüse. Und dann kommen wieder die Chips da drauf. Zack. Sehr gut. Sehr, sehr lecker. So, hinten haben wir mal ein paar mehr Kekse. So, zack, zack. Schnappen wir uns auch die Microplane für. Und dann gucken wir mal. Robel die Katz, ne? Wir müssen aufpassen, dass sie nicht abrutscht. Diese Dinger sind scheiße scharf. Oh, darf man das überhaupt sagen? Klar, sind scheiße scharf. So, Freunde, so sieht es jetzt aus. Schön alles mit Käse überdeckt. Dann sind die Kalorien gleich wieder versteckt. Mal gucken, was sagt der so Gambo? 180 Grad, also drauf damit. So, wir gucken mal rein. Einmal anlupfen. Zack. Oh ja, schön warm. Also, Defektorschale ist drin. Oberste Ebene indirekt 180, zwischen 160 und 180 Grad. Stellen wir drauf. Ich denke mal so 15, 20 Minuten, dann sollte das fertig sein. Eine Ewigkeit später. Jawohl, 25 Minuten sind rum. Wir gucken mal rein. Ja, Käse wird schon schön braun. Ich würde sagen, runter damit, Baby. So, Freunde, hier ist der Tex-Mex-Auflauf mit Käse und Nachos. Und jetzt probieren wir natürlich. Ist bestimmt heiß. Schön scharf ist er. So, hier nochmal so ein Käse-Ding hier. Hier ist schon mit Käse drauf. So. Bisschen die Konkane. Mit Nachos. Super. So, ihr Lieben, ich habe meine Challenge erfüllt. Ich hoffe, Gerrit ist zufrieden. Wen nominiere ich jetzt? Ja, also, ja, ich weiß. Den Sascha vom Grillkanal. Ich weiß nicht, ob jetzt noch Grillkanal mit Sascha heißt oder nur Grillkanal. Ob Sascha noch was macht, aber vielleicht macht er noch mal mit. Ne? Machst du bestimmt. Das hat folgenden Grund, erkläre ich euch gleich. Als zweites nehme ich den Marc von Dad's Barbecue. Dad's Barbecue ist mal was anderes. Ja, als Videos, ich werde euch hier die Seiten, werde ich euch die Videos einblenden. Wahrscheinlich die Männer-Muffins, das ist mein Video 001, weil das ist ja der Urgedanke gewesen. Deswegen auch mit Sascha, weil er hatte das den gleichen Tag oder einen Tag vorher, Tag nachher, ich weiß nicht, auch rausgebracht. Das war, fand ich so lustig, da haben wir uns auch drüber beide kaputt gelacht. Deswegen wäre schön, wenn du mit da nochmal mit dabei bist. Dann nehme ich die Herrentorte. Ja, das ist, wird man ordentlich satt von. Für den Möhreneintopf. Der ist auch sehr, sehr lecker. Also jetzt zu dieser Jahreszeit ist ja noch schön kalt. Schmeckt das super geil. Ja, ich nehme noch ein viertes dazu. Den Fett Elvis Burger. Das ist aber, glaube ich, Nummer 12 oder Nummer 11. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nämlich der Herztod von allen. Mit den gebackenen Bananen. Das Ding ist auch sehr, sehr lecker. Elvis hat sich früher immer so ein Zeug reingefegt. Muss man nicht verstehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und wir werden es bestimmt das eine oder andere mal wiedersehen. Ja, macht's gut. Euer Oliver von MIB Barbecue. Ciao.